das Weihnachtskapitel so zusammengesetzt, weil ich gerne wollte, dass alle diejenigen, die es anhören und vielleicht es noch gar nicht kennen, dass sie einer Figur folgen können. Und das ist der kleine Hanno, der auf diese wunderbare Art und Weise durch das Kapitel geht, mit all seinen Wünschen, seinen Ängsten, seinen Befürchtungen. Und dann, ja, dann ist es wunderbar. Ich hatte mich eingestellt auf eine Lesung, um dann noch überrascht zu werden, dass es hier dann auch noch so leckere braune Kuchen gab, nach dem Originalrezept der Buddenbrooks, wundervoll. Lübecker Marzipan, sehr, sehr schön. Ich habe zu meiner Überraschung doch festgestellt, dass ich mich an ganz viele Details aus Buddenbrooks nicht erinnere oder dass die mir vorkamen, als hörte ich sie das erste Mal. Und mein guter Vorsatz ist, ich werde es demnächst gleich noch einmal vornehmen und aus dem Regal holen. Thomas Mann und Buddenbrooks gehören einfach dazu. Also zum Lübeck-Bild auf jeden Fall.